Endlich mal was gefunden. Oh, nice. Seid mir gegrüßt. Oh, hier wurde auch schon wieder ein bisschen weiter gebaut. Die Treppe war doch vorher nicht so breit. Über den Kollegen drüber. Muss mir mal noch ein bisschen Eisen leihen. Fange nämlich da hinten bei der zweiten Basis nicht an, auch noch eine Schmelze zu bauen. Das ist Quatsch. So, das Gefängnis. Schön. Ja. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, hier fehlt noch ein Stein, ne? Ah ja, genau. So. So. Die erste Etage ist nun endlich fertig. Und jetzt fange ich an, das Obergeschoss auszubauen. Ja, ich zeige euch mal meine eingebaute Falle. Das habe ich bei einem anderen Spieler gesehen. Und musste das direkt so mal übernehmen. Wenn ich quasi das Haus verlasse. Oder mich ausloggen. Dann mache ich hier die Dinge auf. So sieht das übrigens von außen aus. Jetzt ist das Haus im Endeffekt gesichert. Hier schön bis ans Wasser rangebaut. Ich zeige nochmal die linke Seite. Ich finde das übrigens immer ganz cool, wenn man das so ein bisschen in die Umgebung einbaut. Deswegen habe ich es extra hier an die Ecke hingestellt, wo der Felsen ist. Man könnte jetzt über den Felsen hoch und hier das Holz abbauen. Sich dadurch einen Zugang reinschlagen. Aber irgendwann wird es eh noch ersetzt durch T6 Steine. Ja, und wenn ich jetzt hier reinrenne, übereifrig, wenn ich aufpasse, dann falle ich im Endeffekt hier runter und bin dann direkt im integrierten
Gefängnis gelandet. Ja, ich komme hier natürlich raus. Alle anderen denn nicht. Jo. Das ist soweit die erste Etage von meinem Haus. Oh, jetzt wäre ich fast selber wieder reingerannt. So. Der Plan ist jetzt hier noch ein Obergeschoss hinzubauen. Dann ein schönes Holzdach drauf zu packen. Und das Holzdach werde ich wahrscheinlich mit so einem, mit einer Seite auf so eine Art Balkon. Beziehungsweise nicht mal Balkon, sondern ich werde hier irgendwie eine kleine Brücke lang bauen. Und daneben nochmal ein Häuschen, was aber wirklich mehr so ein Turm ist, wie so ein Wachturm. Und in den Turm kommt man nur rein, wenn man hier über das Haus sozusagen rüber geht und durchs Dachgeschoss über die Brücke. Jo. Das nochmal von außen angucken. Das heißt, ich werde nach hier hin das Dach offen lassen. Vielleicht sollte man hier auch sogar wie so einen kleinen Eckturm reinbauen, wo man dann raus kann. Ja, das werde ich machen. Also, ich habe schon ein paar Ideen, wie ich weitermache. Das nenne ich mal eine motivierte Arbeitsmoral hier. So, schalten wir mal die Falsche an. Ja, ich muss ja nicht jedes Mal zu- und aufmachen, ich kann jetzt hier durchgehen. Ich hier noch einen mehr. So. Schaut mal, Leute, mir ist jetzt hier was ins in die Falle gegangen. Das ist aber so ein Zombie. Ja, und den lasse ich hier drinne. Das ist doch eine schöne Überraschung für denjenigen, der hier einbrechen will. Nicht nur, dass er ins Gefängnis oder in den Kerker fällt, sondern dann hat er auch gleich noch
einen Spielkameraden sozusagen. So. Muss ich auch mal kurz gucken. Der hat irgendwie schon wieder hier angefangen, ein paar Sachen wegzureißen. Hier fehlte noch einer, genau. Das hatte ich doch irgendwie noch in Erinnerung. So. Ja, das gefällt mir echt gut. Brauchen wir hier noch so eine Schräge hin? Oder war das zu viel? Eigentlich besser. Das lasse ich so. Genau. Das ist ein schöner, schmaler Gang nach oben. So. Ja, hier muss ich dann noch die Kantensteine reinsetzen. Ich wollte noch mal schauen, ob das mit den Fenstern passt. Das sieht hier gut aus. Ich überlege halt noch, ob ich bei diesen Fenstern da was anderes mache. Könnt auch einfach das ganz rechts wegnehmen. Ich glaube, das werde ich machen. Tastatur. Ich brauche Holz. Holz, sage ich. Ich glaube, meine Warnung kam gerade zu spät. Ich gucke mal, was er macht. Ah ja, er ist irgendwie hier. Was baut er denn? Hä? Ich dachte, du meldest dich vorher. Jetzt ist meine Falle weg. Jetzt muss ich wieder neuen einfangen. Gildenkollege ja zu voreilig war und direkt in die Falle gelaufen ist, ist der Zombie leider gestorben.
Also holen wir hier mal den nächsten ran. Komm, komm. So. Schafft das? Ja, brav. Und da ist er wieder. Ah, das funktioniert also zuverlässig. Wunderbar. Hat er denn hier noch alles? So. Ah, okay. Ich habe wenigstens die wichtigsten Sachen gerade noch schnell rausgezogen. Warum hat er das denn hier liegen lassen? Nee, 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 nee. Verschwindet mein ganzer Loot, weil er den einfach neben der Kiste anstatt in der Kiste liegen lässt. Oh, noch einer. Fuck. Hilfe! Alter Falter. Ein bisschen so rumlaufen. Zack, da stehen sie. Oh Mann, ey. So, Leute, ich habe meine Falle noch ein bisschen verfeinert. Wenn die hier reinrennen und in meinen Kerker fallen und hier unten dann die Zombies auf sie warten und die es schaffen sollten, die Zombies zu besiegen, finden sie hier als Belohnung ein bisschen Wasser, damit sie länger überleben, und einen Knochen. Ja, und hier habe ich eine Tür, weil der Stein kann man ja nicht mehr abbauen. Das Eisen auch nicht. Aber die Holztür. Und dann werden sie sich eifrig dran zu schaffen machen, hoffentlich die Tür aufzuschlagen. Ja, und nach langem Schlagen kommen sie denn genau nirgendwo an. Ich meine, man kann jetzt hier durchgucken, ne? Wenn man das macht, sieht man, dass es da nicht weitergeht, aber ich denke mal, wenn du hier reinkommst und denkst, oh, hier kommst du raus, dann guckt man da gar nicht erst, dann wird man da gleich eifrig versuchen zu schlagen. Ja, die Zombies verschwinden leider mit der Zeit, die sind also nicht ewig drinne, aber schon recht lange. Wenn ich gleich fertig gebaut habe, dann werde ich da wieder neue Zombies reinlocken.